Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wurde nach meiner Foil-Sammlung gefragt. Hab diesmal auch die Kamera ein kleines bisschen höher eingestellt, dass man es ein bisschen besser sieht. Ja, habe ich ja schon mal erwähnt, habe es ja schon mal in meine Sammlung gezeigt, dass ich eine ziemlich große Foil-Sammlung habe, meiner Meinung nach. Also, ja, da wollte ich euch mal zeigen. Zuerst habe ich hier so eine M13 Fatpak-Box, sieht man ja hier, alles eingehüllt mit lauter Foilkarten. Kann man mir rausnehmen. Also das hier ist gemischt nach Alphabet. Da haben wir zum Beispiel hier jetzt was aus Judgment, hier sogar aus Dark Ascension, 10. Edition, Mirage, alles, Mirage, Onslaught, alles Mögliche. Das sind im Moment die Karten, die ich in MKM eingestellt habe. Das müssten so, ja, vielleicht 400 sein. Bin gerade dabei, hier neue rote einzustellen. Hier, die habe ich alle nach Alphabet sortiert, einen kleinen Stapel. Das wären vielleicht so, gute Frage, 50, 60, 70 Stück sein, kann ich jetzt nicht genau sagen. Dann, ja, also die Karten sind im Moment alle zum Verkauf. Es sind natürlich auch ein paar bessere dabei. Was ich zum Beispiel mal als Foil verkauft habe, dieses Callous of the Void. Ja, da habe ich jetzt zum Beispiel auch ein Sarah Angel. Alles Mögliche. Also von wirklich geht ab 5 Cent los. Die Foils sind meistens so ungefähr für 20 Cent drin. Ja, dann habe ich hier natürlich noch einen sehr großen Ordner an Foils. Ein bisschen weiter runter. So. Sieht man hier schön die Karten. Also es sind immer jeweils Vorder- und Rückseite drin. Jetzt blendet das Licht hier ein bisschen. Machen wir das weg. So, ja, hier haben wir zum Beispiel Relentless Reds. Kampfremasuri. Also ich denke, alle Karten müssen wir jetzt nicht so genau einzeln sehen. Ich meine, ein paar würde ich vielleicht erwähnen. Aber es sind ja zum Teil auch nicht so alles so Top-Karten. Hier haben wir zum Beispiel Blackmail als Foil. Mag ich sehr die Karte. Ah ja, hier habe ich zum Beispiel sogar doppelt Night Haze. Dann habe ich hier ein Scharfrichter-Dämon, eine Rare Foil aus Scars of Mirrodin. Also es sind sehr, sehr viele. Ich weiß es selber nicht genau, werde ich nachher mal kurz noch grob schätzen, wie viele es sein könnten. Ja, sogar hier aus Innistrad eine Curse of Oblivion. Also von ziemlich alt, von da, wo es mit Foils angefangen hat, bis zu M13 sind hier Foils drin. Ich habe hier am Anfang noch viel mehr schwarze. Später werden es bei den anderen Farben ein bisschen weniger, weil ich bisher noch keine schwarzen Foils auf MKM eingestellt habe, nur andere Karten. Also es sind jetzt nicht natürlich jetzt dann die mega teuren Karten. Ich meine, es wird auch viel zu viel kosten. Da klebt noch irgendein Zettel drin. Ja, Goblin. Bash-Hacker zum Beispiel, ist eine coole Karte. Noch ein Bäberle. Achso, ein Bäberle. Ah, weiß nicht. Ein Bäber. Das ist so ein typisches badisches Wort eigentlich. Bäber. Kennt man vielleicht auch noch in der Umgebung. Aber ein Bäber ist, für die, die es nicht wissen, einfach ein Kleber, ein Klebestreifen. Ja, Raging Goblin, Vulkan, Hammer. Ja, da habe ich zum Beispiel mal einen rausgenommen. Hier haben wir Spark Elemente. Auch eine coole Karte für 1 Mana 3-1 Eile. Wird aber am Ende vom Zug dann geopfert. Aber trotzdem auf jeden Fall eine coole Karte. Seelenvernichtung. Oh, ein Kraken Hatchling.
Da zum Beispiel haben wir wieder eine Rare. Foil, da noch eine. Besitz ergreifen und silberne Sphinx. Also ihr seht's. Unglaublich viele. Ice Cage, Ansammeln. Arrest. Core Sanctifier, Core Hookmaster. Das sind jetzt erst vielleicht so die Karten, wo man kennt. Purge, glaube ich. Heißt die auf Englisch, bin mir nicht ganz sicher. Ja, ihr seht, zwischendurch habe ich auch mal Karten rausgenommen, wo ich vielleicht mal ein Decks eingebaut habe. Aber natürlich sind meine Decks dann die noch ein bisschen besseren und teureren Foils. Da haben wir zum Beispiel mal einen aus Unhinged. Ja, hier haben wir jetzt noch ein paar der Artefakte. Hier haben wir Myr Reservoir als Foil Rare, Myr Turbine, Expedition Map, Metallic Sliver, Urzas Armor. So, voll. Ja, ist schon voll, sah anders aus. Ja, Spiegel, Golem, solche Myrs, die Signets. Manche Karten finde ich richtig cool als Foil. Manche sind richtig gut gemacht, manche jetzt nicht so. Hier ein Bluttyran, Magister Sphinx, Geißeln als Foil, Acidic Sliver. Ja, also die ganz teuren Foils. So, den habe ich noch ganz viele leere Hüllen. Wie ich schon gesagt habe, das Callous of the Void zum Beispiel, das habe ich halt verkauft, weil das 20 Euro Wert hat und diese ganz teuren Foils, meiner Meinung nach, die brauche ich einfach nicht. Halt mal hier mal noch 10, 3, 6, 9, 12, 15 Seiten, 18, 21, 24, 27, 30 Seiten, 30, 33, 36, 39, 39, 42, 45, 47 Seiten Foils allein, 47 mal 18. Okay, das sind 47 mal 18. Oh je. Also es wären 470 und 8 mal 50 wären nochmal 200. 200 minus 24. 176. Das heißt, es wären 646, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Plus, ja, den kleinen Stapel hier, plus nochmal 400 ungefähr. Naja, ganz wahrscheinlich, doch, könnten 400 sein. Also ihr seht, über 1000 Foils. ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. War jetzt natürlich nichts Besonderes, einfach so rein Interesse halber, für die, die es interessiert. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video und bis dahin spannende Duelle, viel Spaß beim Magic Spielen, beim Tauschen, beim Kaufen, beim Verkaufen, was auch immer. Bis dahin und tschüss.